Gesundheitliche Vorteile von Avocado und Äpfeln. Ich starte mit Avocado. Avocado sieht so von außen aus und so von innen. Und man kann Avocado einfach essen, indem man sie entweder löffelt, wenn man Salz oder Gewürze drauf tut oder Zitrone drauf tut. Man kann auch Guacamole machen, indem man die Avocado einfach zerdatscht und dann eben als Soße oder als Dip verwendet. Genau. Und Avocado enthält sehr viel Potassium, was helfen kann, den Blutdruck zu senken, was dann eben damit helfen kann, irgendwie Herzinfarkt oder Schlaganfall etc. zu verhindern. Außerdem hat Avocado sehr viele Ballaststoffe, was wahnsinnig gut für unsere Verdauung sind. Vor allem, wenn man mit Verdauungsproblemen zu kämpfen hat, kann Avocado helfen oder mit Verstopfung auch zu kämpfen hat. Außerdem enthält Avocado Vitamin B5, Vitamin C, K, Vitamin K und Folate. Also ganz viele tolle Mineralstoffe, Vitamine etc. Und was ich aber trotzdem wichtig finde an Avocado, ist, dass man es nicht zu übertreibt mit Avocado, weil Avocado sehr, sehr viel Fett hat. Ich glaube so 70%. Und eine Avocado hat ca. 200 bis 400 Kalorien. Kommt auf die Größe der Avocado an. Das heißt, gerade wenn man viel Obst isst, sollte man eher seinen Fettspiegel ein bisschen unten halten, also nicht zu viel Fett konsumieren. Aber ich glaube, wenn man eine Avocado oder so am Tag isst, kann es auf jeden Fall sehr, sehr förderlich für die Gesundheit sein. Und jetzt kommen wir zu den Äpfeln. Äpfeln haben sehr, sehr viele coole Eigenschaften und es gibt ja auch das Sprichwort, ein Apfel am Tag hält den Doktor weg. Ich glaube, vielleicht nicht alleine ein Apfel kann das machen, aber auf jeden Fall glaube ich, dass Äpfel helfen, gesünder zu sein, weil Äpfel erstens sehr wenig Cholesterin haben und außerdem können Äpfel helfen, den Cholesterinwerte zu senken, weil sie so einen bestimmten Ballaststoff enthalten, der helfen kann, das Cholesterin aus den Arterien und Venen ein bisschen rauszukratzen, was dabei dann helfen kann, dass das Blut wieder gescheit durchläuft und das kann dann wieder helfen, dass man weniger Schlaganfälle oder Herzattacken bekommen kann. Der zweite Punkt ist, dass Äpfel der Leber helfen, Detox zu betreiben. Das heißt, dass die Leber ist, nein, spannend, die Niere, dass die Niere das Organ ist, was am meisten Detox betreibt und Äpfel können der auf jeden Fall unterstützen. Auch können Äpfel auf jeden Fall helfen, ein strahlendes Lächeln zu bekommen. Und der letzte Punkt ist, dass Äpfel sehr, sehr viele Ballaststoffe haben, sehr viel Wassergehalt haben. Das heißt, dass unser Körper das Wasser aus Äpfeln viel, viel besser aufnehmen könnte, als wenn wir das Wasser nur trinken würden. Das heißt, das Wasser nimmt unser Körper auf und kann es gleich verwerten. Das heißt, es fördert die strahlende Haut. Und es ist auch für Gewichtverlust sehr, sehr gut, weil Äpfel verhältnismäßig zum Gewicht und zum Sattmachen wenig Kalorien enthalten. Das heißt, wenn man Gewicht verlieren will, kann man auf jeden Fall Äpfel essen. Und ich finde, Äpfel sind sowieso der perfekte Snack, weil man sie überall mitnehmen kann. Sie super günstig sind auch. Vor allem bei uns in Deutschland gibt es sie ja eigentlich überall in jedem Supermarkt und sind auch sehr, sehr günstig. Das heißt, vielleicht konnte ich euch überzeugen, entweder mehr Äpfel oder mehr Avocado zu essen. Und genau, ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Ciao, ciao!